20 Kämpfe, 20 Knockouts. Ein Gegner ist kurz nach dem Kampf mit ihm an den Verletzungen, die er in diesem Fight erlitten hat, gestorben. Die letzten 5 Gegner haben sich nicht mehr getraut, aus ihrer Ecke herauszukommen nach einigen Runden. Das ist die beeindruckende, aber gleichzeitig auch erschreckende Bilanz von Subriel Matias, dem 31-jährigen Profiboxer aus Puerto Rico, der aktuell im Superleichtgewicht alle terrorisiert. Und das ist die Gewichtsklasse, in der unter anderem Devin Haney, Teofimo Lopez, Ryan Garcia und viele andere unterwegs sind. Ich möchte gemeinsam mit euch mal auf ein paar Highlights aus der Karriere von Subriel Matias reagieren, damit ihr sehen könnt, was für eine absolute Maschine der Typ ist. Bevor wir jetzt aber loslegen, ihr wisst Bescheid, gibt's wie immer erstmal eine ganz kurze Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Die beste Auswahl an Kampfsportartikeln findet ihr immer bei kunpon.de und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr da immer noch satte 10%. Legen wir los, Freunde. Das ist jetzt hier der Kampf zwischen Matias und Ananyan. Das ist deren zweiter Kampf gewesen. Den ersten Kampf hat damals Matias tatsächlich auf Punkte verloren. Überraschend. Und dann haben die ein Rematch gemacht. Subriel Matias ist der schwarze Kollege, der jetzt hier gerade die Schläge überhaupt austeilt. Der hat schöner linker Haken, kurz und knackig reingebrettert. Oh, und der andere linke Haken hat das Ding jetzt beendet. Und, wie erwähnt, Ananyan ist nicht aus seiner Ecke herausgekommen. Die letzten 5 Gegner von ihm. Alle genau dasselbe. Vor einer Weile hat man ja eigentlich Lomachenko, Nomaschenko eigentlich genannt. Ja, von wegen Nomas nicht mehr. Weil der dafür gesorgt hat, dass seine Gegner alle reihenweise in der Ecke aufgegeben haben und gesagt haben, nein, ich werde nicht weiterkämpfen. Und jetzt übernimmt er genau dieselbe Formel, ja. 5 Gegner, die letzten 5 Gegner, alle sind in der Ecke geblieben und haben gesagt, nein, ich komme nicht nochmal raus und kämpfe gegen diesen Typen. Das macht keinen Sinn mehr. Schaut mal, und dieser linke Haken ganz brutal hinten an den Kiefer gelandet und schickt ihn eiskalt runter. Yukem Baev, was ist das? Ein Kasache oder Usbeke oder so, gegen den er jetzt hier gerade kämpft. Auch eigentlich eine Nation, die bekannt dafür ist, richtig, richtig starke Boxer zu haben. Und man sieht es auch schon an der Art und Weise, wie Subriel Matias zuschlägt. Der schlägt so kurze, knackige, aber richtig kräftige Kombinationen. Und das überall hin. Schaut euch das mal an. Boah, wieder dieser linke Haken oben an die Schläfe und da hat's gekracht. Schaut mal. Boom. Nein, sogar Augenhöhle war das. Meine Güte. Also. Uiuiui. Man nennt es im Englischen, nennt man das effortless. Ne? Warte mal, wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Mühelos, genau. Das ist so. Alles, was er macht, das sieht so mühelos aus. Das sieht nicht aus, als würde er sich da irgendwie anstrengen, um Schlagkraft irgendwo reinzupacken aus reiner Muskelkraft und Anstrengung. Nein, der schlägt einfach pa, pa, pum, pa, pa, pum, pum. Das sind immer die gefährlichsten Boxer oder Kampfsportler, die es überhaupt gibt. Die so eine Art und Weise zu kämpfen haben, eine extreme Gelassenheit, ne, kombiniert mit richtiger Power, weil durch diese Gelassenheit finden die überall die Lücken und sehen die Momente, in die sie reinbrettern können. Und auch Yukem Baev, nicht aus der Ecke herausgekommen. Ein weiterer Gegner, der den Kampf aufgegeben hat, von sich aus. Der sieht auch schon aus wie ein absoluter Gangster. Übrigens, zum Thema Gangster, auf ihn wurde 30 Mal geschossen. Vor einigen Jahren. Da wurde er, glaube ich, 2 oder 3 Mal unter der Gürtellinie, irgendwo unter der Hüfte erwischt, war im Krankenhaus, war auch für knapp 2 Jahre im Knast und ich bin mir gerade gar nicht mehr genau sicher, wofür er im Knast war, ist zurückgekommen und hat weitergemacht. Sein Bruder oder bester Freund wurde vor einigen Jahren auch ermordet oder ist gestorben. Deswegen hat er die Profikarriere dann auch wirklich erst angefangen, richtig ernst zu nehmen. Davor hat er gar nicht das Boxen ernst genommen, ist besoffen zu Kämpfen gegangen, zu Amateurkämpfen und so weiter und so fort, hat die trotzdem gewonnen. Also wirklich ein sehr, sehr interessanter Typ. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Möchtet ihr, dass ich mal so eine kleine Biografie zu dem mache? So eine kleine Doku? Weil hat auf jeden Fall eine interessante Geschichte, der Kollege, und vielleicht interessiert euch das jetzt, ja, durch dieses Video. Also, schreibt mir gerne mal kurz in die Kommentare, wenn ihr das machen möchtet, wenn ihr das haben möchtet, dann bringe ich euch demnächst mal eine kurze Doku über den, ja. Weiter geht's. Ich habe den ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Man muss ehrlich sagen, schöner Leberhaken. Auch wieder runtergeschickt. Subriel Matias ist richtig unterm Radar durchgegangen. Während andere Boxer, wie zum Beispiel Teofimo Lopez, auch gar nicht so lange aktiv waren, die sind durch ihre brutalen Knockouts und durch dieses
dieses Showmanship, was sie gemacht haben, ja, diese Saltos und alles mögliche, was Teofimo Lopez gemacht hat, dadurch ist er ja extrem schnell, extrem berühmt geworden. Aber bei Subriel Matias, der ist richtig unterm Radar geblieben. Den habe ich auch erst vor einer kurzen Weile entdeckt. Aber ein absolut gefährlicher Typ, ja. Gegen Hawkins, das ist einer seiner aktuellsten Kämpfe, wenn ich mich nicht täusche. Vor einem Jahr oder so war dieser Fight. Boah. Und das ist auch, man sieht es auch wieder hier an der Muskulatur. So eine lange, drahtige Muskulatur, so Deontay Wilder-Style, ja. Sein Körper ist wirklich, erinnert ein bisschen so an den Deontay Wilder-Style. Lange Gliedmaßen, schmale, drahtige Muskulatur. Das sind immer die gefährlichsten Fighter, ich schwöre es euch. Es sind nicht immer diese Muskelprotze oder so. Die sind viel gefährlicher, weil die können über eine höhere Distanz extrem Ausdauer... Macht sie einfach weg, ja, die Gegner. Die haben sehr, sehr viel Ausdauer und können über eine hohe Distanz sehr aktiv kämpfen, ja. Mit einem sehr hohen Schlagvolumen. Auch hier der Gegner wieder nicht rausgekommen aus der Ecke. Jeder einzelne Schlag ähnelt einer Peitsche. Er bricht die Gegner stückchenweise runter. Das sind jetzt nicht diese monströsen One-Punch-Knockouts wie zum Beispiel Deontay Wilder oder Javonta Davis, die er zum Beispiel auspackt, ne? Man sieht aber auch die Art und Weise, wie er halt kämpft. Er sucht gar nicht diesen einen einzigen Schlag, der den Kampf beendet, sondern er platziert überall seine Treffer, die systematisch den Gegner dann runterbrechen. Wäre echt interessant zu sehen, wie er gegen einen der Top-Level-Leute dann kämpfen würde. Ja, gegen Ryan Garcia, Teofimo Lopez, Devin Haney, Javonta natürlich und die anderen, die da unterwegs sind gerade. Ob er mit denen auch solche Dinge anstellen kann, ja. Boah, kurze, knackige, schöne Linke, doppelt geschlagen. Und hier wieder, jetzt sieht man auch, wie er richtig Tempo hinter den Händen hat. Ne? Jetzt sieht man auch seine Schlaggeschwindigkeit besonders. Junge, Junge, was ist das für ein Schlagvolumen, das er auspackt? Und er kassiert selber einen Treffer, verpasst seinem Gegner aber als Konter dann direkt 20 Angriffe als Serie hinterher. Und die Gegner können nicht mit diesem Tempo und mit dieser Härte umgehen. Die wissen gar nicht mehr, von wo diese Schläge kommen. Von oben, unten, links, rechts. Das fühlt sich an, als würdest du, glaube ich, wirklich, wenn du gegen so jemanden kämpfst, das fühlt sich an, als würdest du gegen 3, 4 Leute gleichzeitig im Ring stehen. Du kriegst Treffer von jeder Seite überhaupt, wo du dich gar nicht verteidigen kannst. Wenn du die Deckung hier hochziehst, kassierst du den Schlag da unten. Du ziehst die Deckung hier unten, hier runter, kassierst den Treffer hier oben hin. Du weißt nicht, von wo der nächste Schlag kommt. Der überrumpelt dich einfach komplett mit seinem Kampfstil. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Highlights aus diesem Kampf gegen Dadaschew zeigen. Das ist der Gegner, der leider kurz nach dem Kampf gegen Subriel Matias dann durch die Verletzungen verstorben ist. Maxim Dadaschew stand bis dahin 13-0, hatte 11 Knockouts selber, war ein ungeschlagenes Talent, das gerade sich durch die Rankings hochboxte und war. Viele haben auch über den schon geredet, dass der ein extremes Talent ist, auf den man ein Auge werfen sollte, bis er dann eben auf Subriel Matias getroffen ist und es leider nicht ganz so gut für ihn ausgegangen ist, ja. Dadaschew war der Kollege hier in der grünen Shorts, hat eigentlich einen echten geilen Kampfstil gehabt, auch selber sehr beweglich, gute Hände, hat einen Ticken, manchmal etwas auch an Lomachenko erinnert, von der Art und Weise, wie er aussieht und wie er boxt, aber von Subriel Matias wurde er leider komplett wirklich durch den Ring geprügelt. In den ersten paar Runden hat er selber noch gut mitgeboxt und hier und da selber gute Treffer platziert, aber von Runde zu Runde hat er sich immer mehr hinter der Doppeldeckung verschanzt, weil er einfach mit diesem Volumen, mit der Schlagkraft von Matias nicht klargekommen ist. Und den hat gefühlt es einfach überhaupt nicht interessiert, egal was der Gegner auf ihn geworfen hat. Hier, mittlerweile 10. Runde jetzt. Ihr seht es, die Doppeldeckung steht hoch, aber
Der Daschev mittlerweile sehr wackelig auf den Beinen. Kassiert viele, viele Treffer. Jetzt halb angenockt mit dem Rücken in den Seilen. Und er selber schüttelt dann am Ende mit dem Kopf in der Ecke und sagt, nein, ich möchte nicht mehr weitermachen. Schade, sage ich mal, weil das hat leider nicht gereicht. Er hatte dann sein Hirn ist angeschwollen und er hatte Hirnblutungen. Er musste kurze Zeit darauf direkt auch operiert werden und hat leider das Ganze dann nicht überlebt und ist kurze Zeit darauf dann verstorben. Womöglich, er hätte auch in den Runden vorher auf jeden Fall den Kampf aufgeben können. Vielleicht hätte ihm das Leben gerettet, aber ja, da sieht man einfach mal, wie verdammt gefährlich das sein kann gegen so einen harten Puncher, der so viel und so oft zuhaut, wie Subriel Matthias zu kämpfen. Ja, das ist auf jeden Fall das große Risiko hinter diesem Sport natürlich, ne? Freunde, das war's mit dem Video zu Subriel Matthias. Ich bin sicher, dass einige von euch jetzt in Zukunft ein bisschen mehr ein Auge auf ihn werfen werdet, ja, weil das ist ein sehr interessanter Boxer. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne mal einen Kommentar in die Kommentarsektion und ich mache gerne mal kurz ein Dokumentationsvideo, vielleicht eine kurze Doku, dass ihr ihn etwas besser und seine Hintergründe kennenlernt, weil er ist ein relativ interessanter Typ. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen hochdrücken, Kommentar schreiben und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.